Herzlich willkommen zu einer neuen Metrolast-Folge. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Moskvin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Ja, ich bin Rektalin und ihr schaut wieder Games for You, würde ich mal sagen. Dann drücken wir X und los geht's. Verkehr nach draußen! Aufmachen! Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Ja. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, kommen Sie durch. Geschieht. Ich muss aber sagen, ich habe den Khan aus dem Buch her eher so also, als übernatürlich. Wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn Kerl wir uns den Tunnel entlang bewegen. Im Kopf gehabt aber den Eindruck. Es gibt einen anderen Weg. Der da wäre? In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Das verstehe ich nicht. Gehen wir, Artyom. Vorsicht mit den Generatoren! Warum? Was mit denen? Wie du siehst, ist dies keine Sackgasse. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Okay, warum? Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen. Oder sich sogar in sich selbst verlieren. Was? Aber solange du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Das Coole an der Sache ist, dass wir wieder mal zu zweit sind und ach du Fuck, was geht denn hier ab? Die meisten Leute glauben, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wurde. Ja. Und? In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Die wenigen Leute, die dorthin kamen, kehrten nie zurück. Ich nenne diesen Ort den Schicksalsfluss. Denn er kann dein Schicksal verändern. Aha. Den Schritt der Vergangenheit wegspülen und die Chance auf eine andere Zukunft bieten. Wenn man in den Fluss geht, um eine solche Chance zu nutzen, weil man verzweifelt ist, dann wird man eventuell zu dem Ort und der Zeit getragen, wo einem diese Chance gegeben wird. Aha. Das glaube ich irgendwie nicht. So toll ist die U-Bahn. Vergiss nicht, wir müssen den Schwarzen finden. Das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Ja, wie? Und wir gehen jetzt in den Fluss? Die Metro ist ein lebendiges, atmendes Ding. Mit Herzschlag, Seele und Verstand. Auf was will er uns da jetzt bitte vorbereiten? Trotz einmal Licht anmachen. Oh, er hat es auch angemacht, sehr gut. Jetzt haben wir quasi eine zweite Lichtquelle mit ihm. Das ist dieser Fluss, oder was? Alter, ich will da nicht rein, das ist doch... Khan, bist ein Schwein. Warte mal, was war das? Jetzt wird hier schon wieder rumgeschrien, oder was? Hier müssen wir vorsichtig sein. Nein. Was ist das denn? Schon wieder so ein Telepathen-Ekel. Ein verlassener Ort. Ja, dann ist es doch so gefährlich, wie der Typ gesagt hat. Jetzt los? Meine Fresse, ey.
Ich meine, so cool es sein mag, dass man in der U-Bahn überleben kann, aber für mich wäre das kein Leben. Gibt's hier? Haben wir noch genug? Aber das ist auf jeden Fall... Oh shit! Hörst du das? Mach die... Okay, gut ist, dass er auch schießt. Kommen da jetzt schon wieder so viele, ey. Alles klar? Nehmen mal an, das ist ein Ja. Von wo bitte? Zack. Den Medipack einwerfen. Ich hasse das mit dieser Maske. Können wir die nicht ausziehen? Wo habe ich die überhaupt angehabt? Macht ja alles keinen Sinn. Noch gleich nächste Medipack. Sonst nichts. Lass uns gehen. Okay, wenn du es sagst. Find die Monster schon schlimm genug. Was ist los hier? Was ist das? Warum sind wir hier? Khan, sag mal. Erstmal ein Feuerzeug auspacken. In Ordnung. Wie in Ordnung? Da ist etwas hinter den Spinnweben. Faszinierend. Ist das ein Zeichen? Was ist denn das da? Das Gitter ist verrostet und schlecht befestigt. Ja, und warum sollten wir dann da jetzt durchgehen, Khan? Kannst du mir das mal erklären? Hilf mir hier mal, Arthur. Nein. Okay, wir helfen dir. Eins, zwei. Brenn sie weiter ab, Artyom. Ja, aber das hier ist doch ekelhaft, Khan. Wollen wir wirklich hier rumgehen? Was willst du? Kommen wir jetzt durch, oder was? So, will ich da jetzt runtergehen? Ernsthaft? Sieh nur, Wasser. Vielleicht sind wir fast da. Wir müssen ziemlich nah dran sein. Ja, zu nah. Ich komme mir ein bisschen kleiner vor als Khan. Was ist das denn gewesen? Was ist jetzt los? Warum ist da Licht? What the fuck war das? Dunkelheit umgibt uns. Wir dürfen uns darin nicht verlaufen. Licht geht nicht an. Jetzt ist wieder so Geisterstunde oder was? Und lass dich von nichts überraschen. Wir machen jetzt hier einfach mal Feuerzeug an. Das ist ein seltsamer Ort. Ja, du sagst es. Seltsam. Uah! Warum klingelt das Telefon? Du kannst dran gehen. Halt die Fresse! Wieso sollte das Telefon für mich sein? Das macht doch keinen Sinn! Hallo? Nein! Khan, du Spaß! Wo hast du uns hier hingeführt? Warum sind wir dann hier? Das ist gefährlich, du Arsch! Wir müssen ins Wasser. Wie ins Wasser? Wir sind doch schon im Wasser. Wir dürfen Khan nicht trauen, der alte Irre. Ich hab doch gesagt, das ist so ein überteinischer Handel. Wir müssen ins Wasser. Da rein jetzt, oder was? Geh ins Wasser und stell dir vor, was du an deinem Schicksal ändern kannst. Geh weiter! Denk an den Schwarzen! Und der Fluss wird dich zurückbringen! Ja?
Narzissus. Hä? Khan! Khan, wo gehst du hin? Ich will noch nicht sterben, Khan. Oh nein. Was ist das denn? Wo sind wir? Was ist das hier? Wer ist das? Was geht hier vor? Vertrautes Bild? Es ist der Turm. Ja. Und da unten ist die Stadt der Schwarzen. Das ist der Moment, an dem du die Rakete gestartet hast. Ja. Sieh mal, da bist du. Der Fluss wird dich reinigen, dir deine Sünden vergeben. Du kannst dein Schicksal ändern. Ja, dann hör mal auf. Du kannst es. Wähle dein Schicksal und sei frei. Ja, und wie? Das war ihr Zuhause. Ja. Nur noch Schutt und Asche sind übrig. Das ist nicht gut. Was für ein psychedelischer Kram, ey. Sieh mal, da ist er. Wo ist wer? Der Schwarz. Ach was. Tatsache. Da ist er. Schneller. Wo ist er hin? Da. Komm, Kleiner, was ist los? Khan, wo ist er? Niemand. Eine Sackgasse. War es hier, wo du ihn fast erwischt hättest? Ich glaube ja. Du musst es noch einmal versuchen, Artyom. Was? Ihn erwischen? Der Schwarze. Er ist noch bei dieser Freakshow auf dem Zug. Okay. Was ist jetzt los? Es kommt wieder dieses verrückte Wasser oder was? Guck mal. Ihm nach. Lauf. Ja, ich versuche hier reinzukommen, Mann. Komm schon, Schwarzer. Komm schon. Schneller, vor dir! Nein! Fall nicht runter, Mann. Jetzt fallen wir auch runter, oder was? Komm, Schwarzer, wir retten dich. Komm, Schwarzer, komm! Nicht verbrennen, Junge. Junge, komm her! Oh Mann, was ist das für ein verrückter Kram hier? Komm, Schwarzer, komm, komm! Schwarzer, komm! Du schaffst es! Spring, spring! Spring, Junge, spring! Wo sind wir jetzt, Mann? Alter, was geht hier ab? Verdammt! Dieses Mal hat der Fluss mich fast erwischt! Ah, sie geht wieder. Wir sind zurück in der Wüste der Realität. Aha. Als wir aus dem Fluss kamen, war der Schwarze ziemlich nah. Er kann nicht allzu weit voraus sein. Alter, du bist irre, Khan. Du bist irre. Posten 13, Posten 13, bitte kommen. Höchste Alarmstufe. Ich wiederhole, höchste Alarmstufe. Sichtung von rotem Saboteur bestätigt. Es kann sein, dass sie angegriffen werden. Zu spät. Der Evakuierungszug ist vermutlich ihr Hauptziel. Oh je. Können wir hier vielleicht noch was looten? Nee, ne? Wäre ja auch zu schön geloot. Doch hier, Medipacks. Ja, das denke ich mir, ja. Ist das hier ein Auto? Spring auf. Ja, gleich kann. Will nur erstmal gucken. Wir brauchen jetzt dieses Wunder, Artyom. Denk an alles, was ich dir über den Schwarzen gesagt habe. Du musst ihn retten. Ja, ich versuch's ja mal. Dann rettet er vielleicht uns alle. Na, gib mal Stoff.
Ich habe ihm nie geglaubt. Und das ist keine Überraschung. Aber Kahns Worte waren wahr. Dieser seltsame Fluss hat mich in die Vergangenheit gebracht. Zu dem Moment, wo ich das Signal gab und alle Schwarzen vernichtete. Und dann wurde ich an dem Ort abgesetzt, an dem ich den letzten Überlebenden dieses Volkes finden konnte. Ein hilfloses und harmloses Kind. Kahn nannte ihn den letzten Engel. Okay. Verrückt. Ja, dann würde ich aber auch grundsätzlich sagen, dass wir hier an dieser Stelle die Folge auch beenden. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.